Gut, wir werden jetzt die letzte halbe Stunde nutzen, nochmal mit Ihnen gemeinsam zu diskutieren. Sie haben jetzt die Möglichkeit, auch nochmal Rückfragen zu stellen, sowohl an Peter Eigen als auch an unsere drei MSG-Vertreterinnen. Insofern, legen wir los. Gibt es Fragen? Ich habe in der Tat eine Frage, und zwar richtet das sich an Sie beide, Anila und Gru. Was waren in Ihren MSGs die kontroversesten Themen und wie haben Sie es geschafft, einen Konsens zu erzielen zwischen Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Regierungsvertretern? Mining was one, whether or not it should be included in the report. That was something that the civil society organizations were thinking, in the sense that we were at that time, you know, thinking about the extractive industries in that very, those very traditional terms, and only that. So we thought, you know, it should be included. But then it wasn't really possible to reach consensus on it, and not considered important enough in the big picture, to put it simple. Another thing which I think has taken a long time to achieve is something which is very simple, and that is the website. To get it up, I mean, to get a website which has actually gathered all the information in one, which is easy to maneuver. I think that's just a matter of presentation, a presentation of if we are concerned with transparency. I think, you know, it's very important, because it's about accessibility. But it's not controversial, it's just that, you know, things take time, so. Darf ich nochmal nachfragen, der Bereich der Erdöl- und Gasindustrie ist weitgehend in Norwegen öffentlich, also öffentliche Unternehmen, während vermutlich im Mining-Bereich es Privatunternehmen sind. Ist das der Grund dafür, dass es dort schwieriger ist? Maybe, but I think the main reason was that in terms of the figures, in terms of the volume, it's not that big. So for that purpose, I think they found that, you know, to go through this exercise wasn't really worth it. I think that was, but it's a good question though, and a relevant question, but I don't think it was that. Following up on that question, I could be now the advocatus diaboli and claim where the information is already available publicly, you had no problem to agree. And there where the information were not yet available, you had a problem and you had no consensus, so nothing changed. So what actually has EITI changed in Norway? Yes. That was the advocatus diaboli question. It's hard to measure, I think. But at least I think much more advocacy and awareness around the issues. I think that's an achievement. I think, you know, just these discussions on beneficial ownership, I mean, the contextual information, I think he's been, I think the EITI process has sort of sparked off these kind of discussions as well, which is very important, and which we now see eventually gets reflected in new pieces of legislation and so on. So I think, you know, in terms of the actual figures that comes out of the report, that is perhaps not such a big achievement domestically in Norway, and it's never really debated much. But then again, as I said initially, in terms of the messages that we are sending abroad, especially to developing countries that are struggling with the resource curse and trying to encourage them to do this exercise, because we truly believe it can be very helpful for getting more transparency. I think for that reason, it's important, it's an achievement. You know, in Norway, we have a huge program within our bilateral aid agency called Oil for Development. And that is, you know, that is the approach that we have on our aid policy in Norway, because we believe that we have some experience that can be valuable to share with others. And I think EITI is very clearly part of the recommendations in that program, which has now spread to many countries.
Frank Budak. Wenn ich mir überlege, wie, für wen das alles geschieht, dann ist es ja so, dass wir Angst davor haben, dass den Menschen, die in den Regionen leben, wo eigentlich viel Reichtum ist, dass denen einfach was weggenommen wird, was ihnen auch mitgehört und was sie auch mit entscheiden, wo sie auch mit entscheiden sollen, was damit gemacht wird. Und wissen diese Menschen überhaupt in Albanien und in Norwegen zum Beispiel oder in anderen Ländern davon, dass es diese Bewegung gibt? Wie erfahren sie das? Gibt es Menschen, die mal auf die Straße gegangen sind? Oder ist es so ein intellektuelles Beschäftigung für die Leute, die tiefer rein sind und die unzufrieden sind mit ihrer Arbeit bei der Weltbank, mit ihrer Arbeit bei anderen Organisationen, die einfach ethische Gefühle entwickeln, dann in diesen Organisationen oder in der Politik vielleicht sogar, merken die Leute das überhaupt? Und wie kommt das an die Leute? Ich habe gelernt, dass die Politik immer nur dann was tut, wenn sie Druck kriegt und Angst hat, nicht mehr gewählt zu werden. Wie sieht es da aus bei Ihnen? From the side of Secretariat, there have been some publication, some talks, some in newspaper they wrote about that. It was also a spot on TV. But from the side of civil society, we went to the different areas of the country. We had presentations inviting people from the state, the government institutions, or NGOs in the areas. So we're discussing what EITI was. We did it two or three times in different areas, 2 or 3 years on roll, let's say. But we feel that this is not enough. Because in the extractive industry areas, they don't know that much. They are the population there. If they face any problems, they are, let's say, arguing with the companies by themselves. They are not that organized. But to improve this issue is that in the board, MSG board, from the group of civil societies of organizations, we did lately the elections, we invited two organizations coming from two different areas, one from the mine extractive area in the north and another one from the petrol industry in the south. So this is actually very good because we know much better now what is happening there. So our idea as civil societies is not to have many organizations which are from the center, from Tirana, because we don't know that much from the problem. That's why we invited. So this is our idea. And we also built the network of civil society organizations, and already it's built the network of women for protection of national resources. So we think that now we are going to go much more, to have more input in the field. Peter, Sie wollten auch was dazu sagen. So this is a very interesting question, which we have been posed many times, also in Transparency International. Very, very often we were asked, people don't really care whether President Moi has another $1 billion on his Swiss bank account or not. They don't understand international grand corruption. They only know when they have to pay a bribe to a nurse who doesn't allow them to go to hospital or to an immigration officer or something like that. So there are two levels in which we operate as civil society. One is the one which is immediate, you know, hopefully bottom up, hopefully very much related to human experiences. But the other one is a systemic one. And so, for instance, when the Chad revenue sharing formula was developed and Shell Oil and various other companies had to sit down with some Chadian NGO to explain to them what their revenues were and ask their permission how to distribute these revenues, everybody said, look, these guys don't understand anything. But now, after 10 years, they understand, and they also have their outlets into society. So I think what these transparency initiatives do, they create credible data, which then become the basis for
the political arena in which they can be translated. I mean, I was once in Liberia. I was driving up to the Ngong mines and so on in the north. And first of all, I saw how Alan Johnson Sirleaf was circulating the information of EITI to the people. She had big road billboards, huge, you know, as high as this room here, in which they said EITI says so and so much money has been paid and so and so much money has been received and where's the rest of it and so on. And then we reached the mine and they were about, about 800 people or so milling around a school where we were giving our talk. There were the traditional leaders there who were listening in. There were people who had come up from the capital. There were the local farmers and so on around. And they asked fantastic questions. They said, what happened to the Ngong mines? What happened to the railway, the scrap iron? Who took this and sold it? And so why didn't we get it and so on? And they got answers. So in a way, at both levels, it is an incredibly effective tool to give credible information. I mean, remember in Nigeria, even the parliament didn't know how much money the power elite of Nigeria got. And it's about $50 billion every year. Not $50 million, it's $50 billion, which is the same size as the whole World Bank annual lending program. It's the same as the whole ODA for the whole of Africa. And this is stolen by a small power elite in Abuja to buy luxury apartments in London and so on. And now they know. Now the members of parliament know it. They have to put it into their budget, in the annual budget. And civil society watches it, the media watch it, the research watches it. If you look right now into certain blogs in Nigeria, you see how vigilant they are in the meantime. So, I mean, your question is very good, you know, that you very often you think this is just like a game, you know, of the do-gooders from the north who are bored and invent these kind of things. But in reality, it makes a tremendous difference. And therefore, I think I was 15 years ago, I was in Albania, you know, and I remember when I was giving my talks in Albania, and I remember how difficult it was to convey these ideas. And I'm really proud of to hear what the progress you have made. In a way, it's an interesting juxtaposition, the two of you. Norway, a country which is too honest, too well developed, their petroleum sector is too fantastic and too transparent to make it really necessary to have an EITI program there. Well, the other one is so such a mess, you know, in terms of governance, that it's very hard for you to even get the data. So it's interesting to listen to both of you. And but I'm also like my colleague. I also find it a shame that you only pick the low-hanging fruits. And I'm very proud of the German chapter or the German multi-stakeholder group that they are now looking for areas where they can contribute something new and something difficult and something additional. And I only want to warn them: don't be too ambitious, because it will be very hard to do that work, you know, but to have a few focal points on which you put all your power and agree with the private sector, agree with the government to make a change, then you have an impact. So I'm very pleased with these two presentations. Thanks. Vielen Dank. Wir haben jetzt noch zwei Wortmeldungen, einmal von Herrn Rademacher, einmal von Herrn Elshorst. Gibt es sonst noch weitere Fragen oder Anregungen? Angela Reitmeier und Rupert Wronski, damit würde ich die Runde dann schließen, aber zuerst zu Ihnen, Herr Rademacher. Ja, vielen Dank. Ich würde vielleicht ganz gerne mal die Ausführungen von Frau Professor Müller von der Industrieseite kommentieren. Ich bin hier als Vertreter von Wintershall, das ist die größte deutsche international tätige Öl- und Gasfördergesellschaft. Gleichzeitig bin ich stellvertretendes Mitglied der Multi-Stakeholder-Gruppe auch. Ein Punkt, der, glaube ich, aus unserer Sicht besonders wichtig ist, auch warum wir an dem Prozess mit teilnehmen, und das ist vielleicht so interessant, deutsche Position zwischen Norwegen und Albanien.
Natürlich ist der fossile Energiesektor in Deutschland relativ bedeutungslos, aber auch eben nur relativ bedeutungslos. Es sind doch einige Milliarden, die dort bewegt werden. Es sind 500, 600 Millionen an Förderabgaben, die dort gezahlt werden. Und das ist etwas, was natürlich auch in unserem Interesse ist, dass dies publik gemacht wird und bekannt gemacht wird, gerade weil wir häufig feststellen, auch in Diskussionen mit Politikern, mit MdBs, dass beispielsweise das Faktum, dass wir 10% unseres Gases, vor 5 oder 6 Jahren waren es noch 20% unseres Gases selber hier in Deutschland fördern, ist vielen schlicht unbekannt. Das könnte mit so einem Prozess natürlich stärker ins Bewusstsein gerückt werden. Natürlich ist so etwas kein Problem in Norwegen, wo man natürlich weiß, der Öl- und Gassektor hat hier eine so enorme Bedeutung, dass darüber in der Bevölkerung, glaube ich, keinerlei Zweifel bestehen. Was für uns, glaube ich, genauso interessant wäre, und das betrifft diesen Punkt, den Sie erwähnt haben, Gewerbe- und Körperschaftssteuer, da ist es, glaube ich, aus unserer Sicht jedenfalls überhaupt nicht ein Widerstand der Unternehmen, sondern da haben wir sozusagen Problematiken, die mit den Spezifika des deutschen Steuersystems schlicht zusammenhängen und die gar nicht nur für den Öl- und Gassektor gelten, sondern für jedes Unternehmen, was in irgendeinem Bereich in Deutschland tätig ist. Und das betrifft dann auch das Problem Tochterunternehmen. Wir sind ein gutes Beispiel, wir sind 100%ige Tochter der BASF. Und wenn man beispielsweise die Gewerbesteuer sich anschaut, ist es eben die Problematik in diesem Zusammenhang im geltenden Steuersystem, dass die Gewerbesteuer ausschließlich durch BASF als Konzernträger gezahlt wird. Die wird dann wieder sozusagen an die Gemeinden, an die Betriebsstätten zurückgegeben, aber nach einem Schlüssel, der Zahl der Arbeitskräfte im jeweiligen Ort entspricht, was natürlich sozusagen überhaupt nicht die wirtschaftliche Bedeutung der Tätigkeit vor Ort wiedergibt, weil wir im Zweifel mit 500 oder 1000 Leuten so viel Wertschöpfung wie auch immer erzielen wie sonst bei BASF mit 10.000 oder 15.000. Also das sind Verzerrungen, die aber nicht durch uns kommen und die aber sozusagen durch das Steuersystem angeregt sind und wo es eigentlich, und das sind natürlich dicke Bretter, die man dann bohren müsste, wo man eigentlich an dem Punkt überlegen müsste, kann man da das Steuersystem angreifen, aber oder dort, was eine sehr, sehr schwierige Aufgabe sein wird, weil ich glaube, da wird die Regierungsseite erheblichen Widerstand entgegensetzen, eine grundsätzliche Systematik, die für alle Unternehmen gilt, in der Form zu ändern. Da werden wir sicherlich nochmal schauen, auch mittels der angesprochenen Gutachten, ob es dort kreative Wege geben kann. Vielleicht nur noch ein Kommentar, weil Sie es angesprochen hatten, das Thema Subventionen. Ich glaube, das ist ein Beispiel dafür, wo man tatsächlich sehr vorsichtig sein muss, weil beim Thema Subventionen gibt es einfach unendlichen Streit über Subventionsbegriffe und was denn Subventionen darstellt. Sie haben da schon enorme Unterschiede, das haben wir in der Multi-Stakeholder-Gruppe auch diskutiert, zwischen dem Subventionsbegriff, wie er im Subventionsbericht der Bundesregierung verwendet wird, und einem Subventionsbegriff, wie ihn beispielsweise das Umweltbundesamt verwendet. Daneben gibt es noch Subventionsbegriffe, wo sie beispielsweise eine Subvention schon darin sehen können, dass man für bestimmte angenommene Umweltschäden pro Tonne CO2-Ausstoß kein entsprechendes Gegengewicht herrscht, wobei dann Schätzungen für diese Umweltschäden in der Größenordnung zwischen 5 und 1.000 Dollar changieren. Also es zeigt einfach, was für ein Riesenbrett so etwas wäre. Und vielleicht etwas, einfach mal ein Hinweis darauf, wie enorm schwierig ein Vorgehen in diesem Bereich ist. Aber das quasi eher als Kommentar zu den interessanten Ausführungen von Frau Müller. Bei Frau Skaren-Füstrow hatte ich noch eine kurze Nachfrage. I have a short question. I heard you hinted at the rumors that interest by society is now diminished with respect to the reports, since everything is public anyway. And we heard rumors that it is considered that you extend the yearly period of publishing the reports to a 2-year period. Can you comment on that, or do you know that discussion? Just to say that, you know, that is for consideration in the future. We have not decided on that yet. I think that there was a shift with the new EITI standard in terms of new issues on contextual issues to include and so on. But in terms of, you know, just doing the financial flow reporting, maybe with longer intervals, but yeah, we have not decided anything.
Vielen Dank. Ich habe als nächstes Hans-Jörg Elshorst noch auf der Liste. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit würde ich einfach darum bitten, die restlichen Redner sich noch etwas kürzer zu fassen. Danke. Transparenz war ein Wort, das man nicht verstanden hat, als wir uns so nannten. Wir hörten aus den USA, das ist eine Kondomfabrik, wenn man das mit Transparenz bezeichnet. Dann wurde es ein Thema und dann war es bald ein Thema oder jetzt ein Thema in Deutschland, wo man sagt, zu viel. Wenn man gleichzeitig guckt, wo bleiben die Billionen, die eigentlich in die öffentlichen Kassen hineingehören würden, die durch Steuerhinterziehung und sonstige Manipulationen verschwunden sind. Und deswegen muss man sich jetzt in Brüssel, in Paris streiten darüber, wo man 100 Milliarden herkriegt. Dann kann man nur sagen, der Weg, um das zu machen, ist Opacity, ist gezielt dabei geführte Intransparenz und Complexity. Und da, wir können das, was Sie machen, als Beispiel nehmen dafür, dass das der Grund war, warum es bisher zu dramatischen Konsequenzen führte im Rohstoffbereich und dass es Wege gibt, um das transparent zu machen, durchsichtig zu machen, verständlich zu machen. Und dazu gehört auch die Arbeit. Danke. Danke sehr. Ich habe jetzt noch Angela Reitmeier auf der Liste. Ja, Anila Falemenderet. Thank you very much for your presentation. It was very interesting. And I wanted to comment on something that Peter Eigen mentioned. The value of this tripartite structure of the of EITI. You have the companies, the civil society and government. And is that something that's beneficial for you, the experiences you have made, even outside of EITI? Because I can imagine that, you know, you are dealing with government in Albania. Might be more difficult than it is for us here in Germany. Corruption is much more an issue in Albania than it is here. Has there been some kind of a spillover into other areas, or is it perhaps too early to say something like that? Yes, it is difficult actually when you are in a facing problems which are in Albania a lot. For example, when the government decides to reduce this revenue from 25% to 5%, and you know that communities, they need this money, or when you realize that this even 25% didn't go, you are in front of something that you have to challenge. Our voice was really strong, but how much it was heard, this is a problem we are facing. That's why we are trying to organize better within each other. And we also had the assistance of Publish What You Pay in our organizations to, even between within us as civil societies organizations, we needed to be more formalized, to organize, to create code of conduct. Because, you know, civil societies cannot continue without having funds. And usually in Albania, we are not having that funds. We are going there in a voluntary work. We have, even if you want to do something, you have to have your connections to do the things. You cannot go and stand and say, this has to be done. You have to be all together. And this, yes, this is helping because we didn't know anything about, I didn't know anything about, I was not an organization working straight in transparency. But this helped me a lot to understand other issues, even environmental issues, because even there you have to work. And EITI is helping us in this issue as well. So all the organizations who are working, EITI is helping in their fields of experience. It's another organization who is involved with institutional developments, for example, and this EITI is helping as well. You know, it's a way of understanding the things better. I think that this is what I gained from this participation. Rupert.
Ja, schönen guten Tag, Rupert Wronski, mein Name vom Forum Ökologische Soziale Marktwirtschaft. Wir sind ja ebenfalls in der zivilgesellschaftlichen Gruppe der MSG vertreten. Und ich hätte eine Frage an Frau Müller. Sie haben die Verknüpfung mit dem Energiewende-Thema angesprochen. Und ich wollte noch mal ganz konkret von Ihnen hören, vielleicht in zwei, drei Sätzen, was für einen Mehrwert Sie sich davon versprechen, wenn wir die Tiefengeothermie und auch die Wasser- zur Stromerzeugungsthematik mit aufnehmen würden in so einen Bericht. Und als kleine zweite Frage, sind Sie nicht auch der Meinung, dass wir sozusagen erstmal bei den Kernthemen des extraktiven Sektors ansetzen sollten, also sprich Braunkohle und Braunkohlesubventionen, also die Themen, die wir auch in der zivilgesellschaftlichen Gruppe sozusagen immer wieder diskutiert haben? Also einige Ausführungen würde mich da einfach nochmal interessieren in die Richtung von Ihnen. Ich glaube, dass wir, was die Gesamtaktivität angeht, und das ist heute sehr deutlich rausgekommen, zwei Sichtweisen haben, die man in der internationalen Klimapolitik immer mit diesem Thinking globally, acting locally verbunden hat. Wir stellen fest, dass wir einerseits versuchen müssen, sozusagen erstmal den Fuß in die Tür zu kriegen und vielleicht das zu berichten, was relativ rasch zu vereinbaren ist. Wir müssen aber gleichzeitig relevant sein für die Öffentlichkeit in Deutschland. Wir können nicht in Deutschland, glaube ich, die Aufmerksamkeit auf diesem Thema erhalten, wenn wir nichts anderes machen als das, was durch die EU-Richtlinien ohnehin gesetzlich vorgeschrieben ist. Und wenn wir nicht auch eine generelle Betrachtung der Relevanz von Rohstoffen in unserem Zusammenhang zur Energiepolitik herstellen, dann werden die Leute ganz schnell ihr Interesse daran verlieren, was wir überhaupt tun. Und deshalb haben wir immer diesen Spagat zu leisten, dass wir etwas Relevantes berichten, was auch eine gewisse Zukunft oder eine Perspektive in die Zukunft hat. Und da ist für unsere international wird von Deutschland erwartet und jetzt gerade auch in Paris, dass wir innerhalb der nächsten 10, 20 Jahre bis zu 50% Erneuerbare am Netz haben und das aber dann in raschen Folge in diesem Jahrhundert noch zu 100% kommen. Und da spielt natürlich auch die Nutzung von Tiefengeothermie eine Rolle. Und das ist ein Wirtschaftszweig, der sich selber ja, auch die, die daran arbeiten, sagen, wir möchten da eigentlich ganz gerne vorkommen. Und das ist jetzt keine reine fiskalische Betrachtung. Wenn man allein unter dem Aspekt, wie viel Abgaben werden da gezahlt und so weiter, spielt das keine Rolle. Aber es sind technologische Entwicklungen, die interessant sind. Und Geothermie spielt in vielen anderen Ländern, zum Beispiel auch in Albanien, da wurde von Thermopower gesprochen, durchaus eine interessante Rolle. Das heißt, immer wieder diese Abwägung, was ich heute auch als erstes gelernt habe, die einzelnen Ausgangslagen in den verschiedenen Ländern ist sehr, sehr unterschiedlich. Und wir müssen immer, das heißt, was Peter Eigen vor allen Dingen betont hat, die Bedeutung dieser Aktivität, um generell die Transparenz zu erhöhen. Das ist dann in Albanien oder in einzelnen Ländern überhaupt erstmal die Strukturen aufzubauen. Im Hinblick auf die Datenerhebung, im Hinblick auf die Vergleichbarkeit, das Steuersystem, dass dort die Daten gesammelt werden, dass die auch in die verschiedenen Richtungen dann transferierbar sind und so weiter. Wir können, und das muss ich einfach sagen zu unserer norwegischen Kollegin, wir werden in Deutschland niemanden hinterm Ofen herholen, wenn wir sagen, wir sind ganz großartig und wir geben anderen Ländern ein großes Beispiel, wenn wir nur das machen, was wir eh machen müssen. Dann würde hier in Deutschland die kritische Öffentlichkeit würde sagen, da lachen die sich ja doch ins Fäustchen. Ja? Das geht bei uns nicht. Wir müssen schon ein bisschen dickere Bretter bohren, damit die Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt wird. Und deshalb müssen wir einfach auch durchaus zu Beginn, weil wir nämlich nicht viel in den anderen Bereichen, da wir es eh durch die EU-Richtlinien ja realisieren müssen, da haben wir nicht viel. Das ist alles sehr schwierig, das hat auch Herr Kollege von der MSG gerade gesagt, weil vieles einfach, das hatte ich einfach kurz angesprochen, auch die föderative Struktur, die Daten, wo die anfallen, müssen wir alles auch natürlich diese Probleme lösen. Aber wir brauchen ein bisschen Ehrgeiz, um weiter relevant zu sein.
Und dafür sind so neue Technologien durchaus interessant. Und wie gesagt, alle Welt guckt auf Deutschland, was wir in der Energiewende tun, wie wir also aktiv bemühen, uns von den fossilen Energien wegzukommen. Und von daher wäre es aus unserer Sicht lohnend, darüber nachzudenken, wie wir das erfassen können, wie wir zumindest einen Einstieg bringen können, eventuell im Kontextbericht, um darüber relevante Informationen. Das ist im Moment so die Debatte. Da geht es nicht um die Relevanz von Zahlungsströmen, sondern es geht um die Frage, wie können wir unseren Bericht auch für die nationale Diskussion interessant machen und zukunftsweisend. Vielen Dank. Das waren schon sehr gute einleitende Worte für unsere Schlussrunde, was Sie selbst mitgenommen haben, was waren die Lessons learned und wo stehen wir, was kommt auf uns zu im kommenden Jahr. Ich möchte jetzt noch kurz die Gelegenheit nutzen, Anila und Gro, Sie abschließend um jeweils ein Statement zu bitten, was Ihre zwei Hauptempfehlungen sind für den Implementierungsprozess in Deutschland. Okay, I would say I'm very glad to hear about your discussions on the EITI, and I would say go for it, be innovative. We can get inspired by that and maybe go beyond the low-hanging fruits, as Peter pointed out. And certainly, I think it's good, and I think it would be good if as many countries as possible actually signed up to these kind of initiatives, because I think it only strengthens the transparency. And then I heard a comment about transparency and the young generation, and I think it's I think we just need to continue to hammer these issues with the young generation. And even in Norway, where you know we have this information available, I mean we also have corruption scandals coming up one after the other. And I think it only demonstrates why it's so important that we not only have the information, but have access to it. And if we can improve it, we should always try to do that. So, thank you. Vielen Dank, Anila. I heard that you are very ambitious, and I like it very much. I'm pretty sure that you will achieve what you want to achieve. And again, as you are mentioning, the young generation should participate a lot because it's for them more than for us, which are a bit older. So, but I'm pretty sure that Germany will reach good standards, and as well the other countries to join in the club, let's say. I wish you good success. Ja, vielen Dank. Wir nähern uns mit einem Überzug von 10 Minuten dem Ende der Veranstaltung, und ich möchte zunächst mal noch an Edda Müller übergeben. Ja, ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg, sowohl innerhalb unserer Malte-Selkober-Gruppe, weil wir die Probleme, die wir zu lösen haben, kennen und uns auch, glaube ich, da alle ganz gut inzwischen auf Kooperation verständigt haben. Ich glaube, dass die Diskussion, die wir führen, auch außerhalb der MSG ganz, ganz wichtig ist. Und deshalb würde ich gerne diesen Austausch von Ideen und von Diskussionen, die national geführt haben, in der Zukunft auch weiterführen. Und nochmal, irgendwann müssen wir uns mal konkreter Gedanken darüber machen, was machen wir eigentlich mit den Informationen, den Berichten, wenn sie da sind. Denn dann ist eigentlich ja erst das Ziel der Übung erreicht. Da werden wir dann vielleicht auch wiederum kooperieren können, weil wir die Öffentlichkeit mitnehmen müssen und weil wir relevant sein müssen für die Diskussion, nicht nur auf der internationalen Ebene, sondern auch auf der nationalen Ebene. Und jetzt habe ich die große Freude, damit Sie uns gar nicht vergessen in Zukunft, Ihnen jeweils zwei Gläser zu überreichen. Das sind Gläser, die wir haben produzieren lassen aus Anlass von 20 Jahren, was, 20 Jahre? Ja, 20 Jahre Transparency International und Transparency Deutschland, weil wir hier in Deutschland alle beide fast gleichzeitig gegründet wurden und etabliert wurden. Und wenn irgendetwas Transparenz verspricht, dann solche Gläser,
wo man durchschauen kann und sehen kann, was man daraus trinkt. Herzlichen Dank für Ihr Kommen und nehmen Sie das mit nach Hause. Ja, dann bleibt mir noch Ihnen für Ihr Kommen zu danken. Wir danken auch der GIZ-Repräsentanz, dass wir hier tagen durften und selbstverständlich der GIZ, die auch durch die finanzielle Förderung die Veranstaltung ermöglicht hat. Vielen Dank und kommen Sie gut nach Hause.